Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier den Ural Silo vorstellen. Der kostet 12.000 €, 18.000 Liter Kapazität hat er, 230 PS, 169 kW, 230 € Unterhalt kostet am Tag und mit Mietmod kostet die Stunde 40 €. Er kann hier Häckselgut laden, Zwiebeln, Kartoffeln, Hackschnitzel. So, dann sind wir jetzt hier. Da hat jetzt noch zwei Hänger mit dabei. Den müsst ihr nicht entpacken. Einmal hier für den landwirtschaftlichen. Der kostet 8.000 € und hat 9.000 Liter Ladekapazität. Er kann hier die Standardfrüchte laden. Er kann auch Sand, Zwiebeln, Kartoffeln, Rüben. Und Standstruktur steht da in der Beschreibung drin. Futter und Einstreu kann er laden. 9000 Liter, 30 € Unterhalt und 26 € die Stunde. Dann haben wir hier noch einen Häckselanhänger, mit dem kann man auch hier Kartoffeln, Zuckerrüben, wie erwähnt, hier Häckselgut und Hackschnitzel laden. Der kostet 9.000 €, 18.000 Liter Ladevolumen, 35 € Unterhalt kostet dich am Tag und 30 € die Stunde mit den Mietmod. Hier haben wir das gute Stück. Man kann hier die Hänger, das finde ich jetzt so toll. Ich schalte erstmal mal den Motor erstmal aus, dass man mich besser versteht. Also mir gefällt relativ gut. Na, jetzt bin ich zu nah dran noch. Ja, zu nah dran. Also man kann hier den manuell hier hochdrücken zum Abladen und man kann hier den so lassen, dass die Ladefläche so dasteht. Das finde ich sehr schön gemacht von der Textur. Und wie man sieht hier, ist das auch schön dargestellt. Die Reifen auch. Und die ganzen Unterlegkeile. Hier mit die Reifen so und so, dann der Auspuff sehr kurz gehalten und hier überall mit dem Rost die Blattfedern. Das ist richtig ein schönes Modell. Schauen wir mal unten drunter, dann sieht man hier auch die Kardanwelle verlaufen. Schauen wir mal, ob man hier die auch noch sieht. Das sieht man jetzt nicht her. Ah, die dürfte hier ein Stückchen weiter oben hergehen. Ah ja, hier. Das sieht man es jetzt da. Sehr schön gemacht. So, dann kann man hier mit X jetzt da, je nachdem wie man das Gerät wählt, den geht zurück einklappen. Da sehen wir jetzt gleich hier die Animation. Das ist aber jetzt hier weiter hinten, die Ladefläche. Jetzt habe ich das Licht eingeschalten, das wollte ich jetzt noch nicht. Und dann den vorderen, wie der schön einklappt. So, wenn ich jetzt da auf dem hinteren wieder wechsel, schauen wir mal. Jetzt habe ich den hinteren, den hängen wir mal ganz kurz ab. Dann sehen wir, wie die schön die Unterlegkeile hingehen. Die Pressluftanimation und wieder angehängt, dass er bergab rollt. Dann schauen wir uns jetzt mal an, ob die Blinker funktionieren. Ja, die Blinker funktionieren. Bei den ganzen Gespannen, jetzt schauen wir noch nach vorne. Ja, funktionieren sie auch. Vorne. Wenn ich jetzt Post einschalte, habe ich hier oben ja die Lichter noch an. Das normale Licht. Vorne. Hinten. Funktioniert auch. Zusatzscheinwerfer hat er keine. Schauen wir mal Rückwärtsgang. Ja, haben jetzt einen Rückwärtsgang drin. Die Hänger haben leider keine Leuchte für den Rückwärtsgang.
Starten wir mal. Jetzt gehen wir aber erst noch zuerst zu den Auspuff hin. Das hat mir gut gefallen. Wie der hier wackelt. Das ist schön gemacht, finde ich. Ich hole es jetzt mal raus. Abgas passt auch. Dann fahren wir mal hier drüben mal durch den Dreck durch. Reifenstaub machen sie alle. Schauen wir gleich, ob sie waschbar sind. Und ob ich die leeren Hänge hier dadurch verziehe, das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, wird hier alles dreckig und waschbar. Und das Fahrwerk, das ist hier ganz gut animiert. Wie man sieht. Komme ich ja noch vorbei? Ja, komme ich vorbei. Man sieht hier auch schon ein bisschen schwer. Wegen die Spuren. In der Lok hat er ein paar Warnings drin. Ist mir aufgefallen. Also Spuren legen sie auch. Schauen wir uns mal in die Kabine um. Spiegel, ja, funktioniert. Aufkleber drin. Schalten wir ganz kurz aus. Das Lenkrad, ja, das reagiert ganz leicht. Die Instrumente sind soweit animiert. So passt das sehr gut. So, dass wir den Spiegel noch sehen. Ja. Hier haben wir mal Gas. 71 km/h sind eingetragen. Hier fahren wir noch schnell einen Sprung zum Hof, um zu sehen, wie die Hänger her abladen. Das dauert halt jetzt ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. Sehen wir auch ein bisschen was von der Karte auch. Für die Leute, was die Karte nicht kennen, das ist die Thüringen-Oberland 1988. Das bergauf wird er langsamer mit den drei leeren Hänger. Also schon sehr realistisch gehalten. Ich frage mich dann, wie es wird, wenn ich hier neun Hänger dran haben würde, jetzt auf der Steigung. Jetzt schon 20 km/h. Ja, sonst muss man, wenn man sich auskennt, hier in den Eintrag für die Leistung die PS ein bisschen aufdrehen oder. Da gibt es hier noch irgendwo einen Eintrag, dass der nicht langsamer wird beim Bergauf, aber ich bin da kein Spezialist, ich kenne mich da nicht aus. Deswegen ist das so eine Sache. Man muss halt googeln. Google dein Freund, heißt es ja. Mal 17, 18 km/h. So viele Leute am Weg am Sonntag. Jetzt nicht drüber, ob da einer kommt. Fahren wir mal auf gut Glück. Gibt ja auch andere Leute, die haben Bremsen. Vorne ist gleich die Abzweigung. Die KI ist immer so langsam im Weg. Gucken mal, vielleicht fährt er schneller. Aber glaube ich auch nicht. Linker wird auch innen drin angezeigt. Dass der an ist, wie man sieht jetzt gerade. Es funktioniert. Schauen, ob hier drin noch eine Kontrolllampe. Ja, also Licht hier innen drin ist auch animiert. Tolle Sache.
So. Kommt das berühmte Nadelöhr vorne her? Ja, ist. Vorbei, Gott sei Dank. So, jetzt biegen wir ab in den Hof. Dann können wir dann zu die. Boah, was wollen wir laden? Stroh oder so, was wollen wir mal laden? Zum Glück ist das erste Förderband vorne so her. Nicht so direkt. Was haben wir jetzt hier? Mal gleich. Ah, jetzt haben wir Häckselgut. Da werden wir gleich dann das mal da Häckselgut da, wie es ablädt. Die Füllplane ist auch sehr schön gemacht, wie man jetzt hier sieht. Nächsten Hänger drunter. Passt gut. Der eine Hänger, was macht der? Ja, der macht auch Häcksel gut. Sehr schön. Jetzt fahren wir da vorne mal hin und kippen es ab, dass wir sehen, wie es funktioniert. Am besten hauen wir es hier vorne rein, hat es auch einen Zweck, dass ich hier nicht zurückkippe. Was ist hier mit dem Rad? Da ist irgendwie eigenartig, das ist so. Aber es ist schön animiert, wie man sieht hier. Mit den Abgriffen. Die Räder sacken da irgendwie ein bisschen ein. Eigenartig. Gehen hier ein bisschen unter, aber das hat wahrscheinlich nichts mit dem Mod zu tun, denke ich mir. Also, ich muss das Gerät wählen. Also. Interessant. Jetzt funktioniert es. Der mag das Gitter nachher nicht. Hüpfen die Blattfedern. Also das Gerät muss ich auch noch mal wählen. So, jetzt kippt er wieder ab. Das ist sehr schön gemacht. Also jetzt bei den Hänger her, da fällt das so komisch oben weg. Und drückt schön rauf. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüßt euch, euer Franz.